Guten Morgen, meine Lieben. Erster Tag in Rumänien. Ich habe nicht so gut geschlafen. Ich habe mich ein bisschen in der Nacht gequält. Wahrscheinlich, weil ich auch diese Müdigkeit in mir gesammelt habe nach so vielen Fahrstunden. Aber ja, ich hoffe, dass ich heute in der Nacht mich ausruhen kann. Bei mir ist es auch immer so, wenn ich irgendwo anders auswärts schlafe, erste Nacht, zweite Nacht, ist immer so ein bisschen komisch. Vor allem der ersten Nacht kann ich kaum schlafen, aber danach wird schon langsam wieder besser. Ja, was wir heute im Plan haben, wir werden jetzt zu den Hunden fahren, die meine Tante am Land hat. Also meine Tante hat noch ein Haus. Das Haus ist ungefähr 20 Kilometer weit entfernt von wo sie wohnt und dort hat sie, glaube ich, 13 oder 14 Hunden, die sie von der Straße gerettet hat. Die sind alle kastriert und gechippt und geimpft und alles drum und dran. Und sie finanziert alles von ihrer eigenen Pension. Ich habe auch selbst von zu Hause etwas Futter mitgenommen. Ich habe etwas Trockenfutter, ich glaube so 4 Säcke Trockenfutter und Nassfutter habe ich auch so, weiß ich nicht, 14, 15 große Dosen genommen. Ja, und ich werde euch auch zeigen, wie es dort ausschaut natürlich, wie die Hunde aussehen. Ich kann mich erinnern, ich glaube, ich war letztes Jahr oder vor 2 Jahren dort letztes Mal. Da haben wir schon einmal in einem Blog gezeigt. Und ich bin gespannt, wie es jetzt dort ausschaut, weil ich glaube, sie hat noch welche noch dazu genommen. Aber jetzt ist sie in einem Punkt angekommen, wo sie nichts mehr kann und ich muss jetzt selbst mit den Hunden irgendwas unternehmen. Entweder vielleicht mit einer Tierschutzorganisation sprechen oder ich weiß es nicht, vielleicht jemanden dafür engagieren, dann kriegt er von uns so einen Pauschal, dass er die Hunde füttert. Mal schauen. So, meine Lieben, erste Station. Da unten tut. Da unten tut. Hai ca venit, a mai venit unul. Ce? Mai e unul aici. E gri. Dar nu mai te duci așa pe stradă. Dar nici nu oprești mașina. Ia să meargă motorul, să fie cald. Ia să consumi bine. Ce fai? Asta mi-e drag, nu-i de mai pot. Ia, e mult cu pâine. Dă-mi cu-a. Câte bucățele mici am văzut, de? Mama, dai, unde Ja, meine Lieben, und das macht meine Tante zum Beispiel 2 bis 3 Mal die Woche. Sie sammelt Essen von den Nachbarn zum Beispiel auch. Wenn die Nachbarn zum Beispiel ein Brot haben, die ein bisschen älter ist und nicht mehr essen, bevor die wegschmeißen, bringen das Brot zu meiner Tante. Oder wenn sie was zum Essen haben, die nicht mehr so frisch ist, auch bevor sie wegschmeißen, wird den ganzen Topf zu meiner Tante gebracht und ja, und sie bringt das an den Hunden. Und wenn der Topf wieder leer ist, kriegt der Nachbar wieder Retour. Aber es ist wirklich erstaunlich, dass sie mit 77 Jahren das noch hinbekommt. Also sie engagiert sich sehr viel für den Straßenhunden, weil in Rumänien die Leute, weiß nicht, ob das alle, würde ich nicht alle in einen Topf reinschmeißen, aber legen nicht so viel Wert auf den Hunden, vor allem die am Land, weil ja, die Hunde sind keine Nutztiere und ja, somit weniger Wert.
So, jetzt die zweite Station. Ich zeige euch gleich, seid ihr gespannt? Warte kurz. Draußen, also vor dem Haus, auf der Straße warten auch noch welche Hunde. Die wissen, dass meine Tante alle zwei, drei Tage kommen. Und die versammeln sich hier, weil die wissen, die kriegen dann Futter. Da sind zwei und dort ist noch eine. Das sind auch nur zwei. Schaut mal bitte, wie dick er ist. So, und jetzt sind wir im Haus. Und im Haus hat sie auch zwei Katzen, die auch von der Straße gerettet hat. Und sie kann draußen die Katzen nicht lassen, weil die Hunde fressen sie auf. Bunne, Bunne. Bunne. Eu până le dau plic, gata. Kochen mal was anderes. Du kannst hier schon die Luft, die Pusse vor. Lass mal los, wie du mir da auch schnell wieder abfahrt. Ich habe dort bei den Hunden nicht mehr weitergevloggt, weil mein Akku ist leer gewesen und ja, ich konnte sie nicht schnell aufladen. Ich habe auch keinen Tauschakku, deswegen keine Aufnahme mehr von dort. Jetzt sind wir mit dem Handy und wie man sieht, ich bin draußen eine Runde Gassi mit den, warte kurz, ich zeige euch, mit der alten Dame. Sie ist sehr, sehr, sehr alt und ich glaube, sie ist so rund um 15 Jahre alt. Aber gut beieinander, gell? Das ist eine sexy Dame. So, jetzt drehe ich mal die Kamera auf mich. Ich lasse mal die Dame ihre Geschäfte machen, weil es ist nicht schön, beim Geschäft erledigen aufgenommen zu werden. Ich
So, meine Lieben, Kamera aufgeladen. Der Hund habe ich schon wieder nach Hause gebracht. Und jetzt werde ich mal kurz was zum Mittagessen einkaufen gehen. Ich weiß selbst nicht, was ich kaufen werde, aber mal schauen, was es im Geschäft überhaupt gibt. Ich habe mir überlegt, vielleicht so rumänische Cevapcici mit Pommes. Die rumänische Cevapcici schmecken schon anders als das, was wir kennen. Und das ist ein Muss, wenn ich da bin. Das schmeckt so gut und man kann nicht einfach herkommen und wieder nach Hause fahren, ohne das zu essen. Ja. Pss, 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 pss. Mietzi. So was. Hey, Puppe, du bist so schön. Du bist so schön. Komm zu mir. Also sowas sieht man hier sehr oft. Also Katzen und Hunde sind auf der Straße hier wie ein Wahnsinn. Also ich verstehe nicht, wie die Menschen sowas einfach sowas machen können. Einfach die Tiere aus dem Haus rausschmeißen und wirklich einfach traurig. Das schaut gut aus. Da ist noch eine Mietzikatze. Schon mal einkaufen. Jetzt bin ich in meinem Element hier. Ich bin in der Küche. Es schaut zwar nicht wie bei mir, aber ja, es ist eine Küche, die sehr, sehr klein ist. Und ich zeige euch, was ich heute zum Mittag vorbereite. Die rumänische Cevapcici ist genau das, was ich gesagt habe. Also einfach hier zu kommen und das nicht zu essen, ist wie, ich weiß es nicht, man fährt nach Paris und man schaut nie den Eiffelturm an. Also das muss ausprobiert werden. Das schmeckt unglaublich. So, meine Lieben, ich habe schlechte Nachrichten. Ich muss heute Nacht wieder nach Hause fahren, denn den Corona-Test, den ich in Österreich gemacht habe, gilt nur 3 Tage. Und dass ich einen neuen Corona-Test mache, ist nicht möglich. Ich weiß nicht warum. Also ich habe bei der Polizei angerufen, habe mich informiert und angeblich wird nicht einen neuen Test gemacht, wird aber auch nicht anerkannt. Deswegen muss ich heute nach Hause fahren. Den nehme ich mit. Und ja, ich werde noch ein bisschen meine Tante unterstützen, ich werde ein bisschen sauber machen und wahrscheinlich um 12 Uhr in der Nacht dann losfahren. Chico.
meine Lieben, jetzt ist Samstag, wir haben aktuell 0 Uhr und ich werde jetzt nach abreisen, denn ich habe leider nicht wirklich viel Zeit, ich habe nicht wirklich viel Zeit, ich muss um 15.30 Uhr spätestens bei der rumänische-ungarische Grenze sein, weil mein Corona-Test um 15 Uhr am Donnerstag gemacht wurde und somit 72 Stunden sind. Aber dafür mache ich mir keine Sorgen, weil ich habe sehr, sehr viel Zeit. Jetzt ist 0 Uhr, das heißt, wenn ich jetzt losfahre, bin ich in Österreich um 13 Uhr. Das heißt, da geht sich dann super locker aus. Also Zeit genug. Hallöchen, meine Lieben, wir haben uns, glaube ich, letztes Mal vor... Hallöchen, meine Lieben, ich glaube, wir haben uns letztes Mal heute in der Früh um 1. Ja, jetzt ist 14 Uhr und ich bin zu Hause. Der Fahrt war ziemlich einfach, also ich bin 13 Stunden durchgefahren, mit natürlich kurzer Pause dazwischen, so tanken und mich ein bisschen ausruhen. Aber so vom Verkehr her war ziemlich angenehm. Die Mama und die Raton sind nicht zu Hause, ich habe mit der Mama jetzt geschrieben. Sie ist mit der Ratons beim McDonald's, glaube ich, und dann sucht sie ein Geschenk für Lara, weil die Lara hat bald Geburtstag und sind deswegen von zu Hause weggefahren. Ja, also ich gehe mal jetzt ins Haus, ich werde mich ein bisschen umziehen, duschen, das brauche ich. Und ja, ein bisschen um das Haus herumschauen, die Tiere, Hunde, die Hühner. Ja, also meine Lieben, ich werde jetzt das Vlog beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis nächstes Mal. Papa!